Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei The Way of Business TV. Heute habe ich den wundervollen Jannis Per Gauge bei mir und er hilft euch, euer Unterbewusstsein auf Erfolg zu programmieren. Lieber Jannis, schön, dass du da bist und bitte erzähl mir und den Zuschauern da draußen, wie du das Ganze machst und was dich dazu gebracht hat, das zu tun. Ja, perfekt. Ja, also hallo zusammen, auch hallo nochmal an dich, Philipp. Und genau wie es der Philipp schon kurz und knackig rübergebracht hat, meine Kernkompetenz ist wirklich euer Unterbewusstsein auf Erfolg oder natürlich die Fähigkeiten zu programmieren, die ihr auch haben möchtet. Und ja, wie kam ich dazu? Ich würde auch gleich mal lang raushalten. Das war natürlich nicht immer so. Ich bin nicht geboren und habe direkt gesagt, ja, heute werde ich Coach. Sondern das war natürlich auch ein langer Werdegang diesbezüglich. Und woher komme ich? Also ich bin auch im schönen Rothenburg ob der Tauber aufgewachsen, falls es den Leuten von euch was sagt. Das ist da, wo das Taubertal-Festival ist. Also auch gute Musik in der Hinsicht, je nachdem, wie man es nimmt. Und ja, ich hatte es natürlich auch mit ein paar Tiefschlägen zu tun. Also ich bin nicht einfach ja, so gemacht worden, wie ich jetzt bin, sondern ich habe mich natürlich auch selber durch eine lange Schleife von Prozessen und Entwicklungsstufen, ja, geschlängelt, sage ich jetzt mal. Und ja, da komme ich auch mal zum krassesten Tiefschlag, auch um hier einfach mal mit offenen Karten zu spielen, um euch auch mal zu sagen, woher ich komme, was ich auch durchgemacht habe. 2011 war dann so der erste wirklich einschneidende Schnitt in mein Leben. Da habe ich meine Mom an Krebs verloren. Also langer Leidensweg und alles, ziemlich unschöne Situation, sage ich mal. Und dementsprechend, ja, beschissen, wie man es nimmt. Das Ganze ging natürlich dann weiter. Erstmal komplett neue Situation. Wir haben als Family zum Glück ziemlich stark zusammengehalten, wofür ich auch unglaublich dankbar bin. Also meiner Schwester, meinem Dad und meinem Bruder. Das war eine ganz wichtige, prägende Zeit. Und ja, da kam ich dann auch langsam so in die Richtung Schulabschluss. Und ich weiß nicht, ob ihr oder du dich auch noch dran erinnerst, Philipp, so, ja, 10. Klasse bist du jetzt. Was machst du jetzt danach? Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Also ich hatte auch meine Gedanken, meinen Kopf in einer ganz anderen Richtung, weil mein Opa ist dann auch noch dem Schicksal meiner Mom zeitnah gefolgt. Und dann bin ich erstmal, ja, auch dem Weg, den mein Vater für mich geebnet hat, nachgegangen, weil ich wirklich überhaupt nicht wusste, hey, wo soll ich hin? Wer will ich überhaupt sein? Wie möchte ich meine Zeit hier sinnvoll überhaupt verbringen? Und dementsprechend bin ich erstmal in der handwerklichen Baubranche gelandet, habe da auch trotzdem einen super Job gemacht, meine Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik gemacht, aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, hey, ja, so ganz bin ich das nicht, passt es nicht, weil ich habe beinahe einer so ein Freigeist einfach, sage ich jetzt mal. Merkt man vielleicht auch, also ich habe viele Interessen, das hat sich auch nie geändert, die erweitern sich eher als alles andere. Und ja, ich bin dann auch durch eine echt schwere Zeit gegangen, weil sich da die alten Wunden der Vergangenheit wieder aufgetan haben. Dann hatte ich eine Phase, wo ich ein bisschen experimentiert habe und auch, ich sag mal, in falsche Freundeskreise gekommen bin, auch viel mit ja, Drogen zu tun gehabt, was auch natürlich im gesellschaftlichen Sinne nicht so angesehen ist. Und da bin ich dann auch wirklich ordentlich auf die Schnauze gefallen. Also habe dadurch vieles kaputt gemacht, beruflich, von meinen Beziehungen, mich abgeschottet, war eher in mir gekehrt, in meinen Gedanken. Man könnte schon wirklich sagen, depressiv. Und ja, habe mich mehr Wie oder alt weniger warst du nur. da, wenn ich da mal einhaken darf? Wie alt bist du da gewesen? Extrem gute Frage. Also das war so mit 18, 19 war das damals. 18, Also 19, ist ja, jetzt okay. gute 4, 5 Jahre her. Also dieses, also ich glaube zumindest so, es gibt immer mehr Leute, die sich in dem Alterskreis, sage ich auch immer gerne mal, ein bisschen verloren, lost fühlen. So einfach, weil man so erschlagen ist von der Welt da draußen, weil es so viele Angebote gibt. Von daher, erstmal schön, dass du da so offen bist und das so teilst. Und ja, bitte erzähl weiter, wie bist du da wieder rausgegangen? Also, ne, weil man kann da ja auch festhängen bleiben. Absolut, also das war auch wirklich kritisch. Und ja, so mein Aufwacherlebnis war wirklich, als ich dann ja, nach einem krassen Partywochenende zur Berufsschule gefahren bin und ja, dann, ich sag's mal so, am Steuer eingeschlafen bin und an der Leitplanke aufgewacht bin. Und da hat es dann echt erstmal so, wow, fuck, Janis, wo du gerade dich hinbewegst,
Ist das wirklich das Richtige für dich? Weil da hätten jetzt auch andere Leute sterben können oder du oder Ja. Verletzten, hättest du dir das jemals verzeihen können? Mhm. Und das war auch Krass. wirklich so ein Eye-Opener. Mhm. Und dann habe ich mich auch mit Themen befasst. Also generell, ich wollte immer wachsen, ich wollte immer mehr. Also Freiheit war immer eine große Motivation von mir. Und ja, irgendwann kam man dann natürlich auch in Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit. Aber bevor das Ganze kam, bin ich auch an Sachen gestoßen, die man so in der allgemeinen Schulbildung leider nicht so mitbekommt, wie jetzt Mindset, Unterbewusstsein und auch Gesetz der Anziehung, Resonanz, wie die ganzen schönen Dinge alle heißen. Ja. Und ja, das hat mich als vielseitigen Menschen natürlich mega inspiriert, mein Interesse geweckt. Und ja, das war auch so der Beginn meiner persönlichen Transformation, weil was habe ich dann durchgemacht? Also ich fasse es nochmal zusammen. Damalige Situation, Leben, Scherbenhaufen, drogenabhängig, depressiv. Ex-Freundin hat mich damals auch noch betrogen. Das kam natürlich noch on top. Da so mit Schön, das dem ganze Tod Programm meiner, also. ja, absolut, absolut, ey. Okay. Also mit dem Tod meiner Mom nicht gut umgehen konnten, nicht über meine Probleme, meine Schwächen reden können. Ich war auch, ja, ich war zu Tod unselbstbewusst, also schüchtern und sonst irgendwas. Ja. Und ja, das fing halt dann an, sich wirklich zu verändern. Habe ich endlich mal angefangen, in meinem Leben auszumisten. Ich war dann auch viel reisen. Also ich war Ja. dann in Kanada, in Miami war ich eine Zeit lang auf den Bahamas, Griechenland, Spanien habe ich mir angeguckt und bin da auch immer mehr zu mir gekommen und habe mir dann auch wirklich tiefgründige Fragen gestellt, so, hey, wer will ich sein? Was will ich machen? Warum bin ich auch hier? Ja, Also wenn ihr es schön. noch nicht gemacht habt, bringt einen krassen Drive raus. Ich denke, der Philipp kann das auch bestätigen, weil wenn man Definitiv. sich seiner Existenz dann auch bewusst ist, läuft das Ganze. Und wie gesagt, ich habe ausgemistet, ich habe angefangen, wieder Bücher zu lesen, mich mit Themen zu befassen, die ja sind, also die nicht allgemein erhältlich sind, habe mich auch mit der Psychologie der Superreichen befasst, weil von mir ein Traum als Kind war schon immer, ja, einen gewissen Lifestyle auch leben zu können, Ja. Freiheit zu haben. Und das geht in dieser Welt einfach auch nur mit einem, ja, mit einem gewissen Kapital auch. Ja. Und ja, je mehr ich mich auch mit diesen Themen befasst habe und je mehr ich mich persönlich weiterentwickelt habe, natürlich auch meine Routinen verändert habe, also wie jetzt zum Beispiel Rauchen aufgehört und mein Unterbewusstsein einfach auf Erfolg programmiert und ja, Disziplin, dass ich auch wieder regelmäßig Sport mache, ja, meine Redegewandtheit, meine Eloquenz auch nach oben schraubt durch die ganzen Bücher, Seminare etc., ja, wurde ich auch ziemlich schnell 2, 3 Mal in kurzer Zeit befördert und war zum letzten Zeitpunkt meines Angestelltentums habe ich halt wirklich mit meinen damaligen 22, 23 Jahren habe ich Multimillionen-Euro-Projekte bei Mercedes-Benz und bei Roche Pharmaindustrie geleitet und hatte wirklich, also wenn ich das immer so höre, ist es selber krass für mich, wie einfach der Prozess war. Ich hatte ja in meiner Höchstzeit 14 Leute unter mir, die mindestens doppelt so alt waren wie ich. Und das ist natürlich auch für diese Methoden, die ich auch im Coaching natürlich weitergebe, durchaus ausschlaggebend. Ja, okay, krass. Genau. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, jetzt. Heftig. Also ich möchte einmal kurz einhaken, weil das jetzt sehr, sehr viel war, um das einmal noch zu, sage ich mal, auch für die Zuschauer zusammenzufassen. Du bist also, du hast diesen Schicksalsschlag komplett durchlebt, quasi mit allen Tiefen, die für dich in dem Moment dazugehört haben, was ja an sich erstmal vollkommen okay ist. So, ne, es ist ja nichts verwerflich daran, dass man einfach mal komplett absackt. Die Frage ist ja dann, wie du weitermachst. Und du hast ja dann einfach weitergemacht, indem du, gut, du hattest auch dieses Aufwacherlebnis. Manche Leute kennen das vielleicht, andere brauchen das vielleicht noch. Aber du hast dann aus diesem, dies einfach genutzt für dich, um nach vorne zu kommen. Und das finde ich, macht es zumindest von meiner Seite aus erstmal Respekt und das macht es auch einfach aus, dann zu sehen, okay, so funktioniert es nicht. Und dann wirklich daran zu gehen und zu gucken, wie will ich es jetzt anders haben. Und das hast du ja einfach dann gepackt. Und das finde ich schon mal erstmal so, wenn du aus diesem Tal dich selber sozusagen aus größter Kraft wieder hochziehst, kann ich auch ein bisschen selber aus eigener Erfahrung sagen, aber ich auch mal für die Leute da draußen, das geht. Das ist vollkommen okay, wenn man da unten ist. Hauptsache, du kommst irgendwie wieder raus. So entweder alleine oder du holst dir jemanden.
Und machst halt was mit deinem Mindset vor allem und stellst dir die richtigen Fragen, wie du schon angesprochen hast, weil das ist, ich weiß nicht, das hört man da draußen immer öfter, aber es ist, man kann es an meiner Meinung gar nicht oft genug sagen, die richtigen Fragen machen einfach so viel aus in deinem Leben. Und meistens kann man die sich nicht immer selber stellen, die braucht man irgendwo von woanders her. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und von daher erstmal richtig dickes Lob, dass du da so durchgegangen bist. Danke. Wie hat, also, und dieses Berufliche dann, okay, erstmal heftig, in so jungen Jahren so viele Leute zu leiten, vor allem wenn die älter sind. Ich glaube, da können sich viele vorstellen, dass das, ja, wie soll ich sagen, herausfordernd ist, um es mal so auszudrücken, weil die einen ja bestimmt auch ein bisschen, sage ich mal, piesacken. Wie ist dann weitergegangen und wie hast du dann ein Coaching entwickelt? Nee, exzellente Frage. Also anhand dem Wissen habe ich auch gemerkt, es ist schon toll, ich bin gesellschaftlich hoch angesehen, ich hatte einen tollen Job, ich habe wirklich den neuesten Mercedes vor der Tür gehabt und sonst was. Aber das war immer noch nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich mal, weil ich immer noch diesen Freiheitstrieb in mir hatte. Hat es Und sich es nicht geht halt richtig im. angefühlt oder was war das? Also es hat sich schon richtig angefühlt, es hat auch unglaublich Spaß gemacht, diesen Menschen weiterzuhelfen und auch denen zum Erfolg zu helfen aus meinem Team. Allerdings war da noch so diese Schwelle, ich war nicht ganz in meiner glücklichen Phase, weil ich, das hatte natürlich auch seinen Preis, muss ich ganz klar sagen. Ich habe meine Freundin nur am Wochenende gesehen, also ich war immer auf Projekten. Ich war zuletzt nur in Basel und das jede Woche. Ich habe in nicht mal einem halben Jahr über 30, wenn nicht sogar 40.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt und das schlaucht natürlich auch. Und Klar. da mit sozialen Kontakten, Freundschaften, tiefergehenden Bindungen, die man natürlich auch so erleben möchte, was jetzt zwar in der Corona-Zeit nicht so einfach war, hat es dann aber auch ja, immer einen größeren Schmerz ausgelegt. Und ja, so viel ich da auch natürlich verdient habe, dachte ich mir, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Und dann kam ich auch im Thema Selbstständigkeit, warum nicht auch dieses Wissen, diese Methoden, die ich mir angeeignet habe, diese Kompetenz zusammenzufügen, rauszukristallisieren und auch den Leuten zu geben, die wirklich wachsen wollen. Ja. Und da habe ich dann auch Anfang des Jahres, jetzt 2020, diesen Step gewagt. Also unglaublich viel Zeit, Liebe und Leidenschaft und Energie in das Ganze reingesteckt, weil letzten Endes ist es auch, um mal auf mein Produkt, was ich auch in der Hinsicht den Leuten nahelegen möchte, zu kommen. Das Successful Mastermind Coaching ist halt auch ein 8 Wochen Video-Coaching, wo du, wenn du jeden Tag nur eine Stunde investierst, auch extreme Erfolge haben wirst. Also, Ja. du hast ja auch schon gemerkt, ich profiliere mich ja auch als der wahrscheinlich nachhaltigste Coach der Welt. Nicht nur, weil ich natürlich zu nachhaltigen Erfolgen führen möchte, sondern weil ich halt auch einfach für meine Coaches und Mandanten 100 Bäume in deren Namen spende, einfach um auch was zurückzugeben. Und natürlich noch viel mehr, wie dass du absolute Klarheit erlangst, was du willst, auch wie du das bekommst, weil Unterbewusstsein programmieren, also das war wirklich eine der Schlüsselfähigkeiten in meinem Leben, die mich jetzt in dieser Position, damit ich auch dieses Interview hier mit Philipp halten oder ja, halten darf, gebracht haben. Und ja, noch, das sind Erkenntnisse reingeflossen aus über 100 Büchern, mehreren Coachings und Seminaren und einfach mal mein Weg letzten 4 Jahre. Und ja, eine der krassesten Erkenntnisse, die ich dir jetzt auch hier nochmal, lieber Zuschauer, mitgeben möchte, ist, dass du die Welt nicht siehst, wie sie ist, sondern wie du bist. Und das war so ein heftiges Learning, dass ich auch erstmal begreifen musste, dass meine ganzen Glaubenssätze viel mehr über mein Schicksal, meinen Erfolg entscheiden, als mein Handeln. Und da gehe ich auf jeden Fall tiefer drauf rein. Da gehen wir natürlich auch in deine persönlichen Glaubenssätze. Wie löse ich die? Wie überschreibe ich die? Etabliere ich auch die richtigen Gewohnheiten, um nachhaltigen Erfolg zu machen, zu ja, erreichen in der Hinsicht? Weil Da ist würde ich gerne einfach mal einhaken, wenn ich darf. gerne, gerne, Einfach gerne. mal so fürs Verständnis. Also zwei Sachen. Das eine ist, du sagst ja für diese ganze Unterbewusstseinsgeschichte und den Glaubenssätzen, ich glaube, das ist auch immer mehr Leuten bekannt da draußen, aber hast du so einen Erfahrungswert, welche Glaubenssätze, die, sage ich mal, der Durchschnitt oder am meisten mitgebracht werden? Und das andere ist, gibt es so eine Gewohnheit, wo du sagst, okay, das ist so eine richtig schöne erste Stufe, die man nehmen sollte oder kann, die vielleicht auch so wirklich, wie soll ich sagen,
Wie beim Autofahren, so weißt du, wo man, sag ich mal, den richtigen ersten Gang einlegt, damit das Ding erstmal losrollt. So weißt du? Sowas. Super Fragen. Also so die Glaubenssätze, die meine Coaches meistens mitbringen, haben viel auch mit ihrem Selbstwert zu tun. Weil wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und die meisten definieren sich dann auch nur über das, was sie machen. Und Ja. das will ich natürlich denen klar machen, hey, ihr seid viel mehr wert. Und die führe ich dann auch Step by Step zur emotionalen Freiheit, dass die sich nicht von anderen abhängig machen, sondern dass sie wirklich ihren Wert auch in sich sehen. Und was der zweite große Glaubenssatz ist, der wahrscheinlich noch viel verbreiteter ist, ist einfach ein Mangelbewusstsein gegenüber Geld. Okay. Also die meisten kennen es, wenn ich jetzt hier zwei, drei Glaubenssätze aussage, ihr könntet die Liste mit Sicherheit weiterführen. Aber wenn ich jetzt sage, Geld ist schlecht, Geld ist die Wurzel allen Übels und so weiter, glaubst du in der Hinsicht, dass Geld dann auch bei dir sein möchte? Wahrscheinlich eher nicht, aber das haben Spannend. wir natürlich von unseren Eltern, von unserem Umfeld als kleine Kinder eingeimpft bekommen, weil da waren wir auch in einem Gehirnwellenbereich, wo wir ziemlich empfänglich für sowas waren. Und daraus haben sich auch unsere ganzen Glaubensmuster entwickelt. Und ja, also ich war früher, ich war wirklich chronisch pleite, weil ich hatte einfach eine gewisse Abneigung auch gegen Geld, weil ich dachte, boah, wenn ich viel Geld habe, muss ich ein schlechter Mensch sein. Oder das und das. Und das war Ja. so tief in mir drin, bis ich da auch dann wirklich diesen Schalter umgelegt habe. Und jetzt habe ich es natürlich umgedreht, dass das auch zu mir, meinen Zielen und Wünschen passt, weil Geld ist an sich, um einen positiven Glaubenssatz reinzubringen, für mich gedruckte Freiheit. Das ist, Gedruckte Freiheit. Okay, das ist sehr, sehr cool. das passt ja auch natürlich zu meinen Motiven, zu mir und meiner Ja. Vision. Und da möchte ich dir natürlich auch helfen, diese Glaubenssätze so umzumodellieren, dass die zu dir, deinem Leben passen. Und da habe ich natürlich die richtigen Konzepte und auch ja, Werkzeuge dafür, um das Ganze zu etablieren. Sehr, sehr cool. Richtig. Um da nochmal ein bisschen näher reinzugehen, ich finde gerade dieses Thema finanzielle Freiheit, also ich glaube gerade jetzt in so einer eher, nennen wir es mal Krisenphase, kommt das bei vielen immer mehr hoch. Ich glaube, mehr und mehr Leute da draußen, so hoffe ich es zumindest, orientieren sich daran, wie sie doch zumindest ihr Einkommen erhöhen können oder wie sie besser mit ihrem Geld umgehen. Was würdest du sagen? Wie lange dauert sowas, bis man das Ganze umgebaut hat? Weil du sagst zwar 8 Wochen, aber gibt es schon so einen Impact, den man vielleicht früher spürt? Oder ja, hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, die du mitteilen kannst? Also ich habe ja zum Coaching nicht nur dieses ganze Coaching mit den Videos, sondern auch drei exklusive Mastermind Subliminals. Also da habe ich auch schon mehrere Videos gemacht, will ich dir kurz erklären. Das ist einfach Unterbewusstsein Programmierung auf Knopfdruck, um es Okay. einfach und schlicht zu erklären. Und es ist nichts anderes wie positiv gesprochene Glaubenssätze, hoch so frequentiert, dass die fürs menschliche Gehirn nicht mehr hörbar sind und die dich permanent leise beschallen, also du hörst nicht mal was und dir natürlich deine ja, Wunschglaubenssätze permanent einreden, damit du das Okay. auch in deiner Realität ausdrücken kannst. Weil du musst erst was sein, bevor du das dann natürlich auch anziehen kannst oder damit du das auch ausdrücken kannst. Auch sehr krasses Learning. Und ja, also wie du es auch vorhin nochmal gesagt hast, Philipp, nochmal auch um auf den ersten Gang zurückzukommen, zu den Erfolgsgewohnheiten. Ist es auf jeden Fall, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, jeden Tag mehr zu machen, als man müsste. Und ja, Sport lesen, das sind für mich so die größten, ja, Mindchanger und Erfolgsbringer gewesen, auf jeden Fall. Und natürlich auch dieses Learning by Doing, weil wenn du nicht ins Doing kommst, wird auch nicht dieser Wachstumsprozess entstehen. Also auch ruhig mal seine Komfortzone verlassen und einfach versuchen, das nächste Level zu erreichen, dann klappt es auch. Genau. Okay, das ist schön. Und zum Finanziellen, also nicht nur da, wie bei jeder Gewohnheit, ist es ja so, man kann das runterbrechen, Pi mal Daumen, auf die 21-90-Regel. Also im Schnitt brauchst du wirklich diese 21 Tage, um eine neue Gewohnheit in dein Leben zu etablieren. Also ob es jetzt jeden Tag laufen ist, auch was nicht zu tun, ist ja auch eine neue Gewohnheit. Nicht mehr zu rauchen, etc., habe ich auch hinter mir. Oder ja, genau, das so weiterführen, so konstant
diese Kontinuität weiter aufbauen, damit du auch spätestens nach 90 Tagen diesen Lifestyle leben kannst, weil du da auch spätestens die Effekte machst. Geht bei vielen aber auch früher. Und zum Thema finanziellen, ganz wichtig, baut euch mehrere Einkommensströme auf. Also ganz wichtig, weil nur auf den angestellten Job sich verlassen, ja, so eine Krise, die wird nächstes Jahr, schätze ich mal, also ich habe leider keine Glaskugel, aber die wird mit Sicherheit noch das ein oder andere Unternehmen in den Boden stampfen. Und dann stehen die Leute da und sagen, scheiße, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich keinen Job mehr, jetzt muss ich meine Familie trotzdem ernähren. Und dann musst du dich auf Sachen einlassen, auf die du dich so gar nicht einlassen wollen würdest. Deswegen gründe ein eigenes Business, bau dir einen Online-Shop auf, Podcast, mach YouTube-Videos. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und vor allem lass auch dein Geld einfach für dich arbeiten. Weil das ist das Klügste, was du in der Hinsicht natürlich machen kannst. Weil wie spannend findest du es, wenn die bestausgebildetsten Menschen der Welt für dich arbeiten würden? Ich schätze Ja, mal, super ja, Sache. ziemlich nice. Ja. Das heißt also in deinem Programm, wenn ich das richtig verstehe, machst du natürlich viel zu diesem ganzen Thema Mindset, dem Gewohnheitsaufbau, aber auch einen großen Sockel einfach zu dieser finanziellen Freiheit, richtig? Genau, auch absolut. Deswegen habe ich mir auch noch ein zweites Standbein jetzt in der Finanzbranche aufgebaut. Also da bin ich jetzt auch nicht irgendeiner, der nur irgendwas behauptet oder sagt, sondern wir gehen da auch wirklich mit der Wissenschaft und das Ganze lasse ich da natürlich auch reinfließen. Und das Ganze handelt sich einfach um ein, ja, richtiges Persönlichkeitsentwicklungstool. Das ganze Coaching, also wie du rausfindest, was du willst, wie du es bekommst, wie du die Selbstdisziplin etablierst, wie du das Selbstbewusstsein aufbaust und natürlich den ein oder anderen rhetorischen Kniff, damit du auch überzeugen kannst, weil überzeugen, verkaufen ist so unglaublich wichtig in dieser Welt und Definitiv. da sind dir einfach keine Grenzen mehr gesetzt, sage ich. Sehr Genau. cool. Ich würde noch mal gerne auf das eingehen, was du vorhin gesagt hast. Du hast gemeint mit Nachhaltigkeit, wie kommt es dazu, dass du für jeden Coachie 100 Bäume, ist das richtig, pflanzt? Pflanzt du die Ja. selber oder wie läuft das Ganze ab? Also die pflanze ich nicht selber, so viel Zeit habe ich dann leider doch nicht, sondern die lasse ich nämlich von einem Kooperationspartner, die das schon wirklich sehr gut machen und sich da auch natürlich mit der Infrastruktur der ganzen Wälder, wo die dann ihre Bäume pflanzen, befassen. Und es ist nämlich Plant for the Planet. Also Okay. wird man mit Fridays for Future bestimmt schon mal in Verbindung gesehen haben. Und da freue ich mich natürlich auch einfach, deren Vision mit meiner einfach positiv bespielen zu können. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ganz Okay, genau. sehr, sehr cool. Also erstmal eine super Sache. So, ich bin selber ein Riesenfan von Nachhaltigkeit. Eine nächste Frage, die für mich aufkommt, ist, also du bist ja selber noch ein sehr, sehr junger Typ, hast aber schon mit Leuten gearbeitet, die auch ein ganzes Stück älter waren, vielleicht sogar doppelt so alt wie du. Aber was muss ich selber mitbringen, wenn ich jetzt, sage ich mal, da jemand draußen bin, der das jetzt hier sieht, und sagt, hey, mit dem Jannis will ich arbeiten. Was muss ich selber mitbringen für eine Bereitschaft, für vielleicht, gibt es irgendwie bestimmte Berufsgruppen, wo du schon gute Erfahrungen gemacht hast, oder erzähl mir da gerne mal ein bisschen was zu. Also exzellente Frage. Ja, was musst du mitbringen? Das ist auf jeden Fall, ich will natürlich nur auch mit Leuten zusammenarbeiten, weil ich da viel Zeit investiere, die wirklich Lust haben, sich weiterzuentwickeln, die mehr vom Leben möchten, ob es jetzt mehr Gehalt ist, mehr Verdienst allgemein. Also ich bin mit meinen Klienten langfristig bei über fünfstelligen Umsätzen. Das ist mein Minimumziel, was ich da auf jeden Okay. Fall anstrebe. Natürlich auch diese emotionale Freiheit erreichen wollen, dass du ein gewisses Standing, Selbstbewusstsein entwickelst. Das muss auch dein Ziel sein. Und dass du, ja, ich will die Leute, die groß denken, sich es vielleicht noch nicht zutrauen, auch noch nicht so, ja, dieses Selbstbewusstsein haben, vor ihrer Familie zu vertreten und ihren Freunden, weil da war ich natürlich auch mal. War auch nicht so selbstbewusst, wie ich jetzt bin vor 3 Jahren. Aber genau dahin möchte ich dich natürlich auch bringen und dir die ganzen Skills, ja, mitgeben auf dem Weg, die dir auch helfen, deine Ziele zu erreichen. Also wir kreieren da auch eine klipp und klare Vision, wo du dann in 5 bis 10 Jahren stehen wirst. Und ich garantiere dir, wenn wir das alles so umsetzen, wie es ist, dann wirst du da auch stehen.
Und das ist mein Versprechen in der Hinsicht. Sehr, sehr cool. Hammer. Das heißt also, diese 8 Wochen, sage ich mal, ist sozusagen wie ein sehr, sehr stabiles Grundgerüst, was dann aufgebaut wird in dieser Zeit, aber daraufhin wird dann weiter aufgebaut, richtig? Ganz genau, ganz genau. Okay, sehr, sehr Also cool. das legt wirklich den Grundstein, weil ich erkläre es immer so schön an der Hausmetapher. Wenn du jetzt ein Haus bzw. eine Villa oder irgendwas Pompöses bauen möchtest, baust du das auf Sand oder gießt du erst oder gräbst erst 30 Meter tief, füllst das Ganze mit Beton aus und baust dann auf diesem Fundament dein Haus. Und ich will hier einfach dieses Coaching als Fundament für deinen weiteren Weg nehmen. Ich werde dir natürlich nicht alles beibringen können, dafür wirklich die Grundzüge, was Mindset ist, was Unterbewusstsein ist. Ich gehe auch tief mit der Wissenschaft, also Metaphysik, Quantenphysik und der Hermetik, was auch ziemlich interessant ist und die meisten leider nicht kennen. Nee, kenne ich Und selber dann, auch nicht. Hol mich da mal bitte ganz kurz ab. Wenn das geht, in ein paar Sätzen, was ist Hermetik? also die Hermetik ist eine Philosophie, die sogar noch älter ist als die Bibel. Also erzähle auch immer gerne die Geschichte. Die hat mich nämlich damals selbst fasziniert. Da wurde in den, ja, nagel mich nicht aufs Datum fest, aber ich glaube 1970er Jahren in einem Aztekentempel in Mexiko 7 Smaragdtafeln gefunden. Okay. Und das Faszinierende daran war, da standen einfach diese 7 universellen Gesetze drauf. Und das Faszinierende an diesen Tafeln waren, die waren aus einem Material, das unzerstörbar ist. Also die Wissenschaftler haben probiert, es anzubrennen, also zu schmelzen, kaputt zu machen, sonst was. Das ist einfach nicht möglich gewesen. Und da dachte ich mir, okay, klingt durchaus interessant. Und diese ganzen, ja, Prinzipien haben auch so einen krassen Impact. Also die haben mir auch geholfen, Sachen aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und dementsprechend auch, ja, habe ich mein Coaching da auch mit drauf aufgebaut, weil das einfach so einen Mehrwert bietet, wenn du mit diesen, ja, universellen Gesetzen im, ja, Einfluss arbeiten kannst. Und ich will euch da nicht zu viel verraten. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, kommt gerne auf mich zu. Ist eine wirklich ultra interessante Sache. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde es selber auch immer wieder faszinierend, was es schon alles so auf dieser Welt gegeben hat. Und womit die Ja. Menschen, die müssen sich ja auch früher mit irgendwas befasst haben. Und von daher sehr, sehr cool, dass du das ganze Wissen, sage ich mal, auch mit in dein eigenes Wissen aufgenommen hast und in das, was du anbietest. Lieber Janis, ich finde es sehr, sehr cool. Ich glaube, wir könnten da in jedem Bereich noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Aber ich Absolut. glaube, das liegt jedem, der da draußen Bock auf sowas hat, den nächsten Schritt zu gehen. Das liegt bei dem selbst. Meldet euch beim lieben Janis, liebe Leute. Wie kann man dich am besten erreichen? Also du hast vorhin gemeint, du wohnst ja in, wie heißt es, in der Nähe vom Taubertal. Genau, Rothenburg auf der Tauber heißt es. Okay, sehr, sehr cool. Und wie kann man dich sonst antreffen? Genau, also sonst, ich gehe nächstes Jahr auf Weltreise, wenn alles klappt, weil ich bin jetzt so ein digitaler Nomade, sage ich mal, und kann dann natürlich auch die Welt bebummeln, wie ich es natürlich lieb. Und sonst am besten erreicht man mich natürlich über meine Website. Da findet man noch mehr Informationen nochmal über mich und auch ein Formular. Da kannst du dann eintragen, hey, soll ich dich besser über WhatsApp kontaktieren, dich anrufen oder was auch immer, eine E-Mail schreiben. Oder du kannst mich auch ganz ehrlich direkt über Facebook anschreiben oder Instagram. Da bin ich auch immer offen. Aber normalerweise über die Website ist es definitiv der schnellere und bessere Kanal. Okay, sehr, sehr cool. Ja, die Links packen wir auf jeden Fall alle unten rein in die Shownotes. Mein Lieber, zum Abschluss würde ich gerne nochmal so eine persönliche Frage stellen. Was macht dich so nach all dem, was du durchgemacht hast, heute wirklich glücklich? Sehr schöne Frage. Also es ist wirklich mein Leben, auch einfach diese Selbstwirksamkeit, ja, fühlen und leben zu dürfen, einfach zu merken, hey, ich habe mein Schicksal in der eigenen Hand. Ich bin nicht abhängig von anderen Leuten, sondern habe wirklich auch die Kraft in mir selbst, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Und vor allem, dass ich jetzt anderen Menschen auch helfen kann, hier nochmal die wichtigen Impulse zu geben und auch die richtigen Fragen zu stellen. Das macht mich einfach unglaublich glücklich und dankbar in der Hinsicht. Sehr, sehr cool. Hammer. Schön. Mein Lieber, ich sage vielen Dank. War wundervoll, dir zuzuhören und über dieses ganze Wissen, sage ich mal, Input zu bekommen. Ihr lieben Leute da draußen, meldet euch beim Janis. Ich sage dir weiterhin viel Erfolg und möge das mit der Weltreise nächstes Jahr klappen.
Und ja, alles Gute dir. Danke, Ciao. wünsche ich dir auch gern. Ciao.